Okay, Leute, ich bin's wieder, alle. Wir hauen immer noch ab. Im letzten Part ist das Spiel einfach so abgestürzt. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist einfach so BÄM abgestürzt. Irgendwie bald. So, jetzt sind wir wieder hier und ich hoffe, dass es diesmal nicht abstürzt. Oh! Und was viele nicht wissen, man kann gegen Turbo-Würmer tatsächlich kämpfen, weil die meisten hauen ja ab und denken, wenn man ihn berührt, Instant-Kill. Aber das ist nicht so. Ich werde euch das mal zeigen. Auch wenn ich keine Chance habe, ist auch egal. Gut, dann werde ich einfach hier warten. Komm, Turbo-Würmer, komm auf mich zu, aber vorerst. Nein, ich... Mal geht von alleine rein. Okay. Dann, will ich von Wario aus, damit ich ihn scannen kann. Und gehe zurück. Und meine Maus ist im Bild. Tut mir leid. Das habe ich nicht bemerkt. Okay, komm her. Wow. So. Tuba-Blubber. Hab ich dich, Dieb. Es ist nicht schön, in anderen Leuten im Zimmer rumzuschnüffeln. Du musst bestraft werden. Nun sollst du sehen, wie entsetzlich Tuba-Blubbers Zorn ist. Okay. Analysieren. Das ist Tuba-Blubber. Er ist einer der stärksten Gefolgsleute von Bowser und er ist der Herr dieses verfluchten Schlosses. Maximale KP 10, Angriffskraft 4. Maximale KP 10, ja, das ist eigentlich gar nicht so viel. Aber Verteidigung? Fragezeichen. Hebattacke 6. Zur Stärke seiner Verteidigung kann ich nicht viel sagen. Man sagt, er sei unsterblich, weil er noch nie verletzt wurde. Ich würde ja sagen, es ist eine gute Idee, vor unsterblichen Gegnern davon zu rennen. No? Wenn es brenzlig wird, kann ich Boo von ihm verstecken. Okay. Ich werde es trotzdem versuchen. Mit Powerhüpfer. Nichts. 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 Okay, es bringt nichts. Diese schwachen Magnetattacken tun dir gar nicht weh. Jetzt bin ich dran. Okay. Wow. Okay, das hat mir ja gar nicht so viel abgezogen. Ich habe schon mehr von dir erwartet, auch wenn du unsterblich bist. Okay. Versuchen wir es doch mal mit Bombette. Ich meine... Nein, ich will gar nicht weglaufen. Noch nicht. So. Ich will es noch einmal mit Bombette versuchen. Die macht ja immer sonst so viel Schaden, oder? Oh, und das habe ich sogar getimed. Okay. Probieren wir es nochmal kurz mit Bombette. Ich meine, die macht 6 Schaden, ja? Vielleicht ziehe ich ihm ja nur 1 KP ab. Gar nichts. Wrong. Es macht keinen Sinn, gegen ihn zu kämpfen. Also bleiben wir dabei. Wir laufen weg. Und genau hier ist das Spiel das letzte Mal abgestürzt. Und wie es scheint, tut es das diesmal nicht, was mich sehr freut. Oh, komm, Mario, lauf! Noch ein Stück. Okay, genug von SpongeBob. Aber ich habe es gleich geschafft, nur noch ein bisschen. Gleich bist du da, Mario. Gib nicht auf. Tuba-Blubber kommt immer näher, aber ich bin schneller. Muhaha. Noch ein Raum, weiter und der Ausgang. Und hier sind wir auch schon. Muhaha. Und die Gefolgsmänner von Tuba-Blubber wurden von der Brücke erdrückt. Nicht schlecht. Okay. Nichts wie raus hier. Und ab geht's zur wenigen Mühle, wo sich das Geheimnis von Tuba-Blubber befindet. Und Boos. Endlich haben wir Tuba-Blubber-Schloss erreicht. Seid ihr alle bereit? Seid tapfer. Wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, um Lady Boo zu helfen. Aber was können wir tun? Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, die Nerven wegzuschmeißen. Unsere geliebte Lady kämpft gegen Tuba-Blubber. Wir dürfen nicht zögern. Sofort zurück. Okay, wir haben es gleich geschafft. Boos? Nein! Aber was ist das für ein Geräusch? Tuba-Blubber ist hinter dir her und er ist auf der anderen Seite des Tores. Ja, Mario freut sich, egal was passiert. Was? Du sagst, dass vielleicht Tuba-Blubbers Schwachpunkt herausfinden könntest? Oh, natürlich! Die wenigen Mühle am Fuß des Hügels. Oh je! Du musst dich beeilen. Auf so schnell du kannst, zur wenigen Mühle. Wir werden versuchen, Tuba-Blubber hier festzuhalten. Nein! Das ist zu gefährlich! Er ist verrückt! Er wird jeden Einzelnen für euch fressen! Ja, komm. Warum lässt sich das Tor nicht öffnen? Ich weiß nicht, wie lange wir es noch halten können. Kümmert euch nicht um uns. Lauft. Lauft für uns aller Wohl. Geht nicht zurück. Nein! Die opfern sich für uns. Nein! Ich rieche leckere Geister! Öffnet das Tor! Nein! Sie haben sich für uns geopfert! Nein! Okay. Wir müssen es schaffen. Wie diejenigen, die an uns glauben. Und an uns geglaubt haben. Ah, nein, gegen euch kämpfe ich jetzt recht nicht. Ich muss so schnell wie möglich zur wenigen Mühle. Die befindet sich im Dorf der Boos oder etwas. Nee, ich glaube ein Stück weiter, genau. Das war. Zwischen dem Dorf und der Villa von Lady Boo. Okay, das war eine dramatische Szene vorhin. Das hat mich echt ein bisschen mitgenommen, ehrlich gesagt.
Okay. Komm, Mario. Lauf, lauf, so schnell du kannst. Die wenigen Mühle folgt einfach dem Verlauf der Schlucht. Du kommst an hier vorbei, bevor du Buhus Villa erreichst. Okay, wollt ihr nicht weglaufen? Ich meine, Tuba Blubber kommt. Was? Tuba Blubber kommt? Ja. Wie? Ein paar Buhus wollten dir helfen? Wo sind sie geblieben? Sie haben sich für uns geopfert. Okay, gleich haben wir es geschafft. Ihr solltet verschwinden. Was? Was? Tuba Blubber ist hinter dir her. Nein, ich will nicht gefressen werden. Dann verschwinde. Warum bleibst du dann auf der Stelle stehen? Du hast was? Du hast Tuba Blubbers Geheimnis entdeckt und jetzt ist er hinter dir her? Oh nein, oh, ich muss mich sofort verstecken. Ja, ich seh's. Tuba Blubber kommt. Oh nein, schnell, versteckt euch. Ah! Wollt ihr mich verarschen? Na gut, dann würde ich sagen, ich nutze die Gelegenheit und speichere hier. Okay, es geht weiter. Ich gebe diesen Song. Und hier wären wir auch schon. Okay. Mystik-Schlüssel, ein Schlüssel, den du in Tuba Blubbers Zimmer gefunden hast. Ach, was, Infobox. Und es laggt. Moment. Okay, ich habe den Lag behoben und man mag es kaum glauben, aber da unten befindet sich schon der Endboss dieses Kapitels. Oh mein Gott. Okay. Boing. Los geht's. Seid ihr bereit? Und... Okay, noch ein bisschen trainiert kurz vor dem Endboss. Das haben wir auch nicht abgezogen. Eintritt verboten. Oh ja, wenn hier steht Eintritt verboten, dann gehe ich natürlich zurück. Also wirklich. Und noch einer. Okay, jetzt bin ich aber doch abgehauen, weil es waren zwei Goombas und ich will keine KP verlieren. Ehrlich, Eintritt verboten. Halt die Fresse. So, gleich muss ich aber da sein. Oh, nicht noch einer. Und? Wow, ich konnte entkommen. So. Jetzt aber Eintritt verboten. STFU-Schild. Okay, und hier wären wir auch schon. Mein Herz. Wer bist du? Wuhu! Was? Mario? Hat jemand gesagt, dass ich Tuba Blubbers geheime Stärke bin? Oh no. Hat jemand ausgeplaudert, dass der Tuba Blubber im Schloss nur eine leere Hülle ist und diese von ihr aus kontrolliert wird? No! Man kann niemandem mehr vertrauen. Ich kann dich nicht über dem Wissen über meine unbezwingbaren Körper von ihr gehen lassen. Tut mir leid, aber da musst du jetzt durch. Ho, 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 es geht los. Wir kämpfen tatsächlich gegen Tuba Blubbers Herz. Aber erst würde ich sagen, ich benutze Gumbario, um ihn zu analysieren. So, Gumbario, zeig's mir. Das ist Tubas Herz. Man könnte auch sagen, dies ist das Herz von Tubas Geheimnis. Ha! Okay, das war nicht lustig. Maximal KP 50. Angriffskraft 6, Verteidigung 0. Er verfügt über eine schreckliche Attacke. Wenn es sie ankündigt, dann sollst du dich verstecken. Diese Attacke zieht dir ganze 12 KP ab. Versuche es zu schlagen, bevor es die Attacke nochmal anwendet. Glaub ich, sie ist äußerst gefährlich. Buu wird sich in diesem Kampf als wahres Segen erweisen. Okay, dann willst du. Okay, wenn du nicht kämpfen willst, dann nicht. Ich führe nun eine meiner besten Attacken aus. Du kannst hier unmöglich ausweichen. Ich muss mich nur ein wenig vorbereiten. Hab bitte eine Sekunde Geduld. Mein Gott, er charged! No! Stop charging! Okay. Mitglied wechseln. Oh, ich habe keine andere Wahl, als mich unsichtbar zu machen, denn dieser Attacke zieht mir, wie Gumbari bereits erwähnt hat, 12 KP ab. Was sonderlich ist. Aber wenn ich das hier mache, dann kann er mir gar nichts. Okay. So, jetzt bin ich an der Reihe. Muhaha, und ich habe noch ganz viel BP. Und solange Buu mich unsichtbar machen kann, bin ich ja auch quasi unbesiegbar. Solange ich genug BP habe. Okay. Das heißt, unbesiegbar gegen unbesiegbar. Kampf der Giganten, mein Lieber. Kleppner gegen Herz. Haha, jetzt hast du nur noch 42 und jetzt wird Zeit für eine Ohrfeige, mein Lieber. Hey du, Geisterlady, du siehst sehr lecker aus. Was ist das für eine Anmache? Bleib doch nach dem Kampf noch ein bisschen hier. Vom Kämpfen werde ich immer hungrig. Bäh, das hättest du wohl gern. Du hast keine Chance, du Geisterfresser Vollidiot. Mario,
Ich bin jetzt wirklich böse. Lass uns das Ding verdreschen. Oh, Red Charge wieder. Das ist aber süß. Das bringt dir aber nichts, wenn ich die Musik mal machen kann. Los, probier's doch. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe. Okay, das musste sein. Gut. Das war wohl nix. Aber nun wird es wieder Zeit für den Power Bouncer. Und vielleicht, wenn ich Langeweile habe, kann ich auch Items einsetzen, wie zum Beispiel Schneepuppe. Einzige Überraschung für alle Gegner und das gab 4. Ach nein. Ich brauche nur einen Powerhüpfer. Mehr brauche ich nicht. Gut, sehr gut. Super! Oh, scheiße, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Oh mein Gott! Was? 6? 6?